Herzlich willkommen zu den Client Management Basics. Mit ACMP von Argon zeige ich Ihnen, wie Sie in kürzester Zeit neue Schriftarten verteilen können. Erstellen wir hierfür erstmal ein neues Client Command. Als erstes wechseln wir hierbei auf die Client-Skript-Seite und laden in unser File-Repository die neuen Schriftarten, die wir verteilen wollen, hoch. Hierbei wähle ich einfach den gesamten Ordner aus, wo die neuen Schriftarten enthalten sind. In diesem Fall sind es nicht sonderlich viele Schriften, einfach zwei unterschiedliche Formate, einmal TTF und OTF, und die beiden speichere ich mir jetzt in das sogenannte Project Dir, was ich hier einfach auswählen kann als Variable. Nun sage ich, ich möchte gerne diese Dateien iterieren, und zwar aus dem Project Dir. Die Variablen rufe ich hier übrigens über STRG und Leertaste auf, und der Ordner heißt ja Fonts, und dann speichere ich mir das in einer weiteren Variable ab, die ich dann noch gerade anlegen muss, die ich dann mal einfach Font nenne. Anschließend habe ich nun die Möglichkeit, über den einzelnen Befehl unter der Kategorie Fonts Install Font die jeweilige Schriftart zu installieren. Datei iterieren arbeitet hier als Schleife, liefert mir also immer den jeweiligen Wert zurück. Wenn ich es anstarte, läuft es quasi zweimal durch und installiert mir dann immer die passende Schriftart, je nachdem, welche Datei gerade bei der Iteration dran ist. Sehen wir auch hier im Protokoll, wurde erfolgreich installiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben und sich ACMP genauer anschauen und testen möchten, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.